Hallo liebe ZuschauerInnen, ich bin Michael Kupfer-Radecky hier an der Staatsoper Hannover im Ensemble und ich singe in der Oper der Vampyr von Heinrich Marschner die Rolle des Lord Ruthven. Lord Ruthven ist ein einsamer Charakter, ein Außenseiter in der Gesellschaft aufgrund einfach seines Daseins als Vampyr. Nicht Mensch, er ist nicht, lebt nicht, er ist nicht tot. Und dieses Verflucht und Verdammtsein, immer sich neue Opfer zu suchen, damit er weiter existieren kann, hat ihn vielleicht auch mit den Jahren zermürbt. Am Anfang hat es ihm vielleicht noch Spaß gemacht oder Freude bereitet, junge Mädchen, Frauen zu verführen, die ihm eine weitere Existenz ermöglicht haben. Aber ich glaube, dass er mit der Zeit daran vielleicht auch keinen Spaß mehr gefunden hat und es einfach nur mechanisch noch macht, um nicht wirklich sterben zu müssen oder vergehen zu müssen. Ja, musikalisch ist diese Partie eine große Herausforderung, weil sie sehr umfangreich ist und sie fängt gleich mit einer großen Arie am Anfang an. Es gibt eine kleine Introduktion mit dem Chor, aber dann kommt sofort eine große 6 Minuten lange Arie, die wirklich vom Sänger sehr viel verlangt, sehr viel Impulsivität, aber auch Lyrik. Die Arie ist hoch, geht aber auch tief nach unten und man muss so allein schon in dieser Arie die ganze Spannbreite dessen, was man als Sänger kann, wird da von einem verlangt. Und das geht dann auch im ganzen Stück so weiter. Gleich im Anschluss kommt ein wunderschönes, zwar kurzes, aber wunderschönes Duett und dann spinnt sich das bis zum Schluss durch. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, auch den großen Bogen von ganz von Anfang bis an den Schluss zu bringen, weil es nie eine Pause wirklich musikalisch für ihn macht. So spannend an der Partie ist ja wirklich, dass sie ein Vorläufer für den Holländer von Richard Wagner ist. Das kann man, glaube ich, in der Dramaturgie, im Aufbau des Stückes, wie Marschner das Stück aufgebaut hat und wie Wagner seinen Holländer aufgebaut hat, sehen, dass die beiden sehr, sehr nah beieinander sind. Was Marschner mit dem Vampyr angefangen hat, wo er vielleicht auch noch nicht so weit gehen konnte, weil ihm verschiedene Sachen im Handwerk gefehlt haben, das hat dann Wagner einige Jahre später mit dem Holländer dann wirklich zu einer großen Perfektion gebracht. Und dieses Bindeglied oder diesen Vorläufer des Holländers zu machen, ist eine wunderschöne Herausforderung, die, wie gesagt, wahnsinnig viel von einem verlangt, weil man die komplette Palette von Dramatik, lyrisch, Cantabile, auch Liedgesang, es ist alles drin in dieser Partie und verlangt alles von einem.